Die Pyro-Games im Igerpark in Rostock lockten in diesem Jahr rund 4000 feuerwerkbegeisterte Zuschauer an. Ich komme extra fast 900 Kilometer hierher, ja, für die Pyro Games, ja. Ja, wir haben die Karten umsonst bekommen, also haben wir sie gedacht, gucken wir uns doch das mal an und waren noch nie hier, vielleicht kommen wir nächstes Jahr wieder. Wir erwarten wieder ein total tolles Feuerwerk, das ist immer so unsere Tradition. Genau. Spaß haben einfach, ja, schönen Feuerwerk Abend verbringen. Wäre natürlich schön, wenn es schön wird, ne? Lassen uns überraschen. Ja. Ja, möge der Bessere gewinnen. Ich bin gespannt, echt. Neben den Feuerwerken wurde den Besuchern ein buntes Rahmenprogramm aus Musik, Feuershow und Lasershow geboten. Um kurz nach 21 Uhr startete dann der Kampf der Feuerwerker, auf den alle gewartet hatten. 5, 4, 3! Abgestimmt wurde per Anruf und Sieger des Abends ist Jürgen Matkowitz mit seiner Apollo Art of Laser and Fire. Am 16.09. sind die Pyro Games dann zu Gast in Schwerin.